Ahoi, Pokéfreunde und Trainer aus aller Welt, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pokémon 3D. Gut, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind gerade im geheimen Versteck von Team Rocket. Wir sollten also den Statuen auf jeden Fall meinen. Und ja, das heißt, ich muss hier irgendwie durch und gucken, dass da nichts ist. Oh, hat es natürlich total gebracht. Ich habe jetzt natürlich keinen Bock auf Kämpfen, deswegen laufe ich mal ein bisschen rum. Oh, da wartet ein Wissenschaftler. Ich glaube, den Kampf lässt es sich nicht vermeiden, oder? Ja. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Alles klar. Böser Forscher und so. So, Theodor hat Magnetilon. Gut. Gucken, was das bringt. Magnetbombe. Naja, warum nicht? Super effektiv, ja, cool. Ah, gar nichts, ja, natürlich. Wenn ich jetzt Metronom einsetze, passiert. Chinese gegen daneben. Aber das ist halt echt kein guter Start, ne? Nehmen jetzt mal Ultrigaria. Weil es da nicht so anfällig für Elektroattacken ist. 2000 Jahre später. Ja, super. Ey. Oh, das war jetzt anstrengend, ey. Boah. Ich hab's. Oh, 2000 Pokédollar. Was sagten wir? Okay, ich verrate dir ein Geheimnis über unseren Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang gewarpt. Sagt der Computer irgendwas? Ein Geheimschalter betätigen. Okay, ich habe einen Geheimschalter betätigt. Ist hier irgendwas? Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich gehe dann, ins Pokémon Center. Ja. Und dann sehen wir uns gleich. Also, da bin ich wieder. Ich gehe mal stark davon aus, weil ich jetzt den Schalter aktiviert habe. Genau. Gehen die Dinger nicht mehr los. Und wir haben hier eine Hyperportion. Also, ne. Hypertrank. Cool, was ist hier versteckt? Hier nix. Sieht aus wie ein Goldnugget, was da liegt. Oder was es auch sein soll. Ja, Nugget. Ja, kann man dann verkaufen. Okay, das ist ein Warpfeld. Das führt zum. Okay, das sieht aus wie ein. Ja. Da kann man nicht wahrscheinlich so durch. Gut, wir gehen jetzt ins nächste Stockwerk und. Ach, da ist sogar schon Siegfried. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Ja, wow, für was bin ich jetzt ins Pokémon Center gegangen? Altari, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Tschüss. Ja, hätte ich das gewusst. Was ist denn hier eigentlich? Sieht so komisch aus. Die Tür ist verschlossen. Lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Okay, da ist noch ein Rocket-Rübel, mit dem legen wir uns jetzt halt einfach an, ne? Du miese kleine Ratte! Dankeschön. Ach, Blutzug, kann man ja irgendwo her, ne? So. Wir probieren es mit Flash. Bam. Each Life, okay, ist jetzt nicht so tragisch. Wir versuchen es mal mit Fund, was das für einen Schaden anrichtet. Oh, oh nee. Ja, Fund ist gleich wie. Oh, das Gift ist aber echt mies. Gut, dann tue ich jetzt ein kleines bisschen. Ah, nee, oder. Aber ja, die Attacke hat wenigstens gesessen und das Gift haut ziemlich rein, würde ich behaupten. Würde ich doch lieber
Das Pokémon tauschen, ne? Aber heute ist es echt, gell? So, Super Sonic gegen Daniel, natürlich. Das war ja schon fast zu erwarten. So. So, Windstoß. Und der ist jetzt natürlich sehr fein. Bisschen Erfahrungspunkte. Und nochmal Blutsaug. Und dann hauen wir einfach nochmal Windstoß raus. Und. Oh, fast. Aber fast mit einem Schlag. Blitzschleife juckt uns nicht. So. Da reicht wahrscheinlich ein Tackle aus. Ja. Tatsache. Gut. Und das war's. Und noch ein kleines bisschen Kohle. Was sagt denn der da? Hey, aber der Boss kennt das Passwort für diese Tür. Wo er ist? Er weiß. Schau doch selbst nach. Ja, das war jetzt mega hilfreich auf jeden Fall. Ah, oh, da ist schon der nächste. Voll reingelatscht. Die Türe. Die Türe öffnet sich nicht. Nun, oh. Sie ist passwortgeschützt. Nur die Rocket hat Zugriff. Jo. So, Golbat. Alles klar. Wir probieren es wieder mit Flash. Bam. Der sitzt gut, ja. Ah, das mit dem Gift, ey. Oh, stimmt. Ich habe eigentlich irgendwas. Ich habe doch ein Gegengift, oder täusche ich mich jetzt gerade? Naja, ich setze jetzt einfach mal ein bisschen Flash ein. So. Oh. Togepi ist verletzt. Bis hat nicht so gut geklappt. Sehr fein. So, gibt es jetzt immer noch ein kleines bisschen. Autsch. Oh. Nein, Togepi. Oh. Jo. Gibt's halt noch eine Kopfnuss? Ja, okay, Tackle ist es ja nur. Aber trotzdem. Ah, das ist jetzt blöd mit Togepi. Oh, Level 28. Nice. Was? Ich hab verloren? Kleines bisschen Knete. So, was sagt denn der? Hey, ich bin doch nur ein Rüpel. Ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Sehr vielversprechend, Jo, wir speichern an der Stelle kurz. So würde ich das. Bisschen Alpollo noch trainieren. Das ist niedrigste Level im Prinzip. Also jetzt momentan, ja, Togepi außer Gefecht gesetzt ist. Gut, genug gelabert. Aber die nächste Etage. Oh, Siegfried. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Notari, los. Holen wir uns die Passwörter. Ja, tschüss. Geh halt weg. Jetzt weiß ich zwar nicht, in welche Richtung er läuft, aber jo, von mir aus. So, was ist, gibt's denn hier Hübsches? Ah, Heilung. Cool. Ja. So. Eisheilung, cool. Ich denke mal, Siegfried ist da lang gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt kämpfen will. Ah, Mann. Ja, eins von beiden. Da ist mir aber der Rübel schon lieber. Oder auch nicht. Ah, ein Sonderbonbon. Ah, das hole ich mir jetzt. So, das habe ich mir gekrallt. Und weg. So, was haben wir Hübsches? Protein. War das nicht sogar das, was ich gebraucht habe? Ist das nicht für die Angriffskraft der Pokémon? Und schnell durch. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Und ich bin irgendwo in Nirgendwo. Yay. Da hinten dran ist nichts. Am Computer. Das sind nur zufällige Buchstaben und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Natürlich, immer so, immer. Immer gibt irgendwie alles keinen Sinn. Schaffe ich das, an ihn vorbeizukommen? Ja.
Mann, bin ich trickreich. So. So. Oh, Apollo hat was eingesammelt. So, ja. Und Ether, cool. Wieder Ether gekriegt, nice. Sollte man die Sachen benutzen vielleicht? Oh, das sieht aus wie ein Ultra, also Hyperball. Hä? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Ich glaube, das war Fips. Tschüss, Fips. So, wir holen uns einen Hyperball. Das geht natürlich auch nur auf mit einem Passwort. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Oh Mann, ey. Hallo Leute, Harry. Ich habe gehört, dass es manchmal Angebote im Einkaufszentrum gibt. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich höre, dass es wieder welche gibt. Tschüss. Alles klar. Gut, wir gehen jetzt mal hier hoch. Beziehungsweise ich sollte auch mal speichern. Ne? So, gut. Und wir haben hier Atari von. Okay, technische Maschine 46. Das wäre. Bin ich mal gespannt. Dieb. Ah, okay. Upsala. Speicher mal. Ich glaube, ich komme doch echt nicht drum herum, gegen so einen Rübel anzutreten, weil es irgendwie nicht weitergeht. Ja, dann riskieren wir es halt mal. Oh, ein Kind. Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Alles klar. Von mir aus. So, Ratz. Gut. Wir nutzen Nightshade, wie gewohnt. Es hat natürlich keinen Effekt. Ja. Ah, das knallt voll. Natürlich. Oh Mann. Wir nehmen jetzt mal Vati. Jetzt müssen wir langsam merken, welche Typen gegen welche effektiv sind und nicht. Ich. Ah ja. So. Der hat gesessen auf jeden Fall. Super. Und nochmal Rapfrotz. Alles klar, dann gibt es nochmal einen Donnerschock. Habe ich nichts dagegen. Passt alles. Keine Sorge. Ach, nochmal. Guck mal, was ich für dich hab. Nochmal ein Donnerschock. Bitteschön. So, der hat auch super gesessen. Und jetzt? Das war's. Gut. Ich wusste, ich würde verlieren. So, was hat denn der Herr zu sagen? Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt. Als wir Pokémon führten, tauchte ein Kind mit roten Haaren auf und hat mich vermöbelt. Ja, das bringt mir jetzt aber gerade gar nichts. Ich will das Passwort haben. Ich lege mich jetzt einfach mal mit diesem Rübel hier an. Oh, der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Oh, okay, den hat er erledigt. So, was haben wir hier? Wissenschaftler. Oh Mann, das wird ein harter Kampf eigentlich. Aber ich will lieber gegen den Rübel kämpfen. Ich, da weiß ich ganz genau, ich kriege gescheite Informationen. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Ja. Okay, Rattan. Gut. Oh. Ja, Schlange halt, ne? So. Schlabber, schlabber. Bam. Sitzt eigentlich ganz gut. Das gefällt mir. Ah, toll. Ich
probiere es trotzdem mal. Warum ist jetzt unbedingt Paralyse eintreten? Aber Lex sitzt wenigstens. Ich glaube, das war's für Alpolo. Wir verabschieden uns schon mal. So. Nein, es ist kein Futter für die Schlange. Ganz bestimmt nicht. Das lasse ich nicht zu. Du, Flor. Versuchen wir es mal mit der Attacke. Ist nicht so effektiv. Schade. Versuchen wir mal Windstoß. Das ist schon eher, hätte ich vorher probieren sollen. Stunspore. Aber eigentlich zum Schluss sollte Tackle ausreichen, wenn Tobor die Attacke ausführen kann. Komm schon. Jawohl. Sehr gut. So. Okay, genug, ich verrate es dir. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmann Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst zwei Passwörter. Okay, da ist noch irgendwo einer, der ein Passwort weiß. Nur so für die Buchstaben und Zahlen. Da war doch noch ein Rüpel. Dann lege ich mich einfach mit dem hier an. In der Hoffnung, dass der das weiß. Hulk, Hulk, Hulk. Du forderst mich zu einem Kampf heraus. Pah! Du bist dumm. Aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Oh, super. Hätte ich mir das echt sparen können. Naja. Oh, radikal. So. Einmal Windstoß, bitte. Oh, Hyperfall. Ja. Also nochmal. So. Einfach nochmal. Oh nein, 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 nein. Nein. Nee. Weißt du was? Jetzt beiß ich einfach zurück. Bam. Oh, der hat gesessen. Hulk, 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 du bist gut. Hulk, Hulk, Hulk. Das Passwort für das Büro vom Boss. Ich glaube, es lautet Radikalroute. Ja. Toll. Ja, gut. Dann werde ich jetzt mal zur einen verschlossenen Tür hingehen, wo ich jetzt zuletzt war, und dann zur ersten. Dann sehen wir uns gleich. Also so, wir sind hier an der Tür, wo uns Phipps überrascht hat. Und jawohl, erstmal safen. Zur Sicherheit. Na, sehe gar nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers, Giovanni. Er trainiert seit das... Seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Team Rocket Vorstand. Okay. So, gut. Wir machen da kurz einen Prozess. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt mit Impergator kämpfen. Die anderen Pokémon sollen ja auch ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. So, ja. Select. Wir nehmen jetzt mal Ultrigaria. Na, Mann, ey. Ups, ne, wollte ich natürlich nicht. So, wir versuchen es mit Cut. Hat sich selber wehgetan, natürlich! Schon konfus, geht nicht. Wir versuchen nochmal Zerschneider.
Und es hat geklappt. Jawohl. Ja, jetzt Morgon. So. Einfach nochmal zerschneiden in der Hoffnung, dass es klappt. Oder auch nicht. Ach komm schon. Oh nee. Triff doch einmal. Oh Mann. Ja, das war's. Ich wollte aber nicht mit Imperator kämpfen. Oh Mann, ey. So. Sludge scheint doch ziemlich gut zu sein, so wie es aussieht vom Schaden her. So. Jawoll. Ja, Level 31, wow. Nochmal ein Radikal. Ich würde jetzt aber noch gerne ein anderes Pokémon nehmen. So. Marty zum Beispiel. Crunch. Okay, der ist jetzt wenigstens ein bisschen paralysiert in der Hoffnung, dass wir mit Vati Erfahrungspunkte sammeln können. Überfang. Der ist aber echt böse. So, nochmal. Okay, jetzt ist eh. Naja, klar. Trank wäre jetzt auch sinnlos gewesen im Prinzip. Oh, ich nehme mal Crunch, stimmt. Bam! Okay, wow. Oh, okay. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Ein bisschen Knete noch. Passt. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Tschüss. Jo, erstmal safe, ne? Ziemlich nice. Ja, jetzt würde ich mal hier mit dem Freundchen da diskutieren. Komm, das Passwort lautet Reise Giovanni. Steht denn hier drinnen noch? Das sind jetzt wirklich Buchstaben und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Ja. Da sagen sie immer, ist da hinten was versteckt. Oh. Und ich werde schon wieder angerufen. Irgendwann später. So, sonst ist hier nichts mehr versteckt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mal für heute. Nach kleinen Umwegen haben wir die Passwörter herausfinden können und jo. Wir haben jetzt den Vorstand wenigstens vertreiben können. Mal gucken, ob es dann langsam aufhört mit den Radiowellen. Oder wir müssten vielleicht noch mal nach Ducalia City in den Radioturm gucken, was da los ist. Jo. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall zur nächsten Tür. Also, das ist eine obere Tasche ja gewesen. Jo. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt noch in die Kommentare rein ein paar Ideen. Gerade allein wegen dem Pokémon und so von den letzten Folgen, wo ich jetzt nicht gefangen habe. Oder was ich noch tun könnte. Trainerrückkämpfe, Stream. Eure Meinung ist gefragt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.